Hallo Leute und herzlich willkommen zu den EX Stages vom Maria Neal Rerun Event mit Nightmare. Hallöchen. Ich werde immer vergessen. Bitte? Ich werde immer vergessen. Na, du darfst nicht vergessen, ich Let's Play selber und da ich nie Gäste bei habe, muss ich nie jemanden anmoderieren. Ne? Das ist halt in der Routine ist das drin. Okay, dann starten wir mit MNEX1. Nein! Ich wollte A drücken, nicht Q. Die mittleren Schuhe habe ich schon leer. Bitte? Den mittleren Shop und die Möbel habe ich schon leer. Und die hätten nicht mehr meins. Ist ja nicht schwer. Das ist halt das Problem an den Rerun-Stores. Ich meine, nur der Shop ist viel zu klein. Die sind an Erbärmlichkeit kaum zu überbieten. Da habe ich irgendwie noch einen Guard, den wir noch nicht auf E1. Ein Motomaru bräuchte ich. Bisschen auf E1 machen. Und da, ich habe neun Guardships. Woher habe ich neun Guardships? Ah ja, stimmt, der Bände. Da kriegt man ja Chips hinterher geschmissen. Ach, dann habe ich zumindest welche schon mal für Niederalter, ne? Und dann kann ich mir hier noch welche kaufen. Ja, in sieben, wie lange sind die Stages offen? Bis zum 10. Ach ne, sie ist jetzt sind über 10 Tage offen. Aber bis dahin werde ich das wohl fertig haben. So, okay, ich habe aber geschafft, das komplette Event inklusive EX Stages Waifu Auli. Vergiss nicht, Achetto reinzupacken. Ach ja, muss ich gleich nochmal. Aber ich glaube, ich mache hier das Autoplay nochmal neu mit meinem eigenen Operator, damit es schneller geht. Und sicherer. Weil meine Operator sind noch nicht alle auch vom Weißbrot auf Max. So, das war MNEX1. MNEX2. Mit zu Frust Nova Kristallen. Ja. Aber keine Sorge, sie kommt nicht. Ja, ich dachte mir, dass die nicht kommt. Ich habe das auf Autodeploy. Ich glaube, ich habe keine Frost Nova Stage auf Autodeploy. Außer durch die eine Challenge, die wir gemacht haben. Ah. Ich glaube aber, ich lasse mich auf die Kristalle gar nicht erst ein. Kristalle, wait, das ist illegal. Naja, was soll mich die Kristalle jucken, wenn sie mich nicht erreichen können, weißt du, was ich meine? Oh, kennst du diese Pikachu-Meme, wo Pikachu da mit offenem G-Gesicht ist? Mit offenem G-Gesicht? Ja, so also mit offenem Mund. Ja. Also, Kristalle. Eiserne Operator, du platzierst alle Operator außerhalb der Kristalle, dieses Pikachu Meme. So, ich würde sagen, mehr brauche ich gar nicht.
wir war halt immer super leise sind, wenn alles fertig deployed ist. Ja, oh, ich hab Waffe, ich hab Waffarin vergessen. Ich weiß halt nicht, was ich labern soll, wa? Ja, es passiert halt so wenig. Im normalen Let's Play hätte ich jetzt natürlich direkt wieder moderiert, was ich gerade mache, ne? Wie zum Beispiel, ich gucke jetzt diesen Baum an. Achso. Naja, ich kann ja selbst da nichts machen. Da kann ich jetzt nicht sagen, jetzt schlage ich den Gegner, ich setze jetzt das da ein und mach das da. Und die machen das halt alles von selber, ne? Ich muss die dann nur platzieren. Ich kann ja über eventuell zukünftige. Oh so. Zukünftige Sachen reden. Über zukünftige Sachen können wir reden. Jan, Alter. Aber ich weiß nicht wie. Da kommt die. Du hättest jetzt Jan, Alter, da platzieren können, wo du Skadi platziert hättest und nach links gucken, dann hätte sie. Wäre sie nur in der Reichweite gewesen. Der Gegner. Sehr geil. M3 regelt. S3. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Siege eingeht, aber ich habe den Gegner auch nicht gesehen. Unter zukünftige Sachen wüsste ich jetzt nur Agnes Endfield. Schneller unread! Schneller überspringen! Ja. Nice. Okay, gut. Das war MNEX2. Kommen wir zu MNEX3. Oh Gott. An Hässlichkeit kaum zu überbieten. Da fällt mir ein, ich habe immer noch Angelina drin. Boah, die Musik, die geht mir hart auf die Eier. Aber wirklich hart, die triggert. Ich mag sie. Ist halt so eine Geschmackssache. Okay, ich mag auch 90% aller Soundtracks, die Arknights rausbringt. Ja, also zukünftiger Content würde mir jetzt nur einfallen, Arknights Endfield, aber aktuell gibt es ja halt wenig Infos. Ja, wir können natürlich erst Infos raushauen, wenn wir auch Infos haben, ne? Ja, die einzige Info, die wir jetzt raushauen könnten, ist, wenn die Server doch nicht gleichzeitig released werden, dass wir das halt erstmal auf meinem Account auf CN aufnehmen. Weil ich habe mich ja schon vorregistriert. Und da war es schon mit Infos. Und aktuelle Community-Vermutung ist halt unter anderem, dass es zum Beispiel zum 3. Anniversary vom CN-Server released wird und das wäre im nächsten Monat, also im April, Ende April. Aber das ist halt bis jetzt nur Spekulation, da gibt es keine verlässlichen Daten. Zuverlässigen Daten. Da muss man noch auf Informationen der offiziellen Seite warten. Aber ich bin auf dem Laufenden, ich habe das, ich stalk den Bilibili-Account von Enfield, ich stalk den Facebook-Account von Enfield. Ich mach's mal kurz, ich stalk eigentlich alles, was mit Enfield zu tun hat, also müsste ich auch sofort irgendwas mitkriegen, wenn er sich was tut. Ha. Ja, ist ein bisschen komisch, wenn ich das nicht mitkriegen will. Ja, wie sieht denn mit anderen Let's Plays aus? Also Counter-Strike und Blue Archive. Blue Archive müsste ich wieder aufnehmen. Ich war verhindert in den letzten paar Wochen. Zwei Wochen. Zu Counter-Strike habe ich noch so viel auf der Platte, dass es wahrscheinlich für ein halbes Jahr Content reicht. Oder das wären dann die anderen Let's Plays? Was für andere Let's Plays? Ja, das sind die anderen beiden, also neben Arknights. Also das wäre halt Counter-Strike und Blue Archive, ne? Ja. Ich meine ja, die beiden anderen Let's Plays abgehakt und jetzt habe ich schon wieder keine Gesprächsthemen mehr.
Ja, das war aber auch MNEX3. Kommen wir zu MNEX4. Was machen noch schnell die Explosion-Felder? Das Hallo? ist die Karte mit den SP-Batteriekörchen, Alter. Okay, dann gucke ich nach, was die machen. Aber ich habe gerade, wurde gerade im Real Life mit in einem Gespräch verwickelt. Ich habe gerade also nicht zugehört. Increases the push and pull strength of the operator on it. Aha, okay. Das war der Info, den ich gebraucht habe. Also. Ich habe halt gefragt, was die Explosion-Felder machen, und da habe ich keine Antwort drauf bekommen. Ja, weil ich meine Kopfhörer aufgenommen habe. Eben. Weil ich nach dieser Runde eben offline muss. Geh von hier, Alter. Der Flug jetzt geht mein Hintergrund ab. Was geht ab? Mein Hintergrund. Wallpaper. Vom Sound her. Okay. Ich Ach, habe ja. Wallpaper Engine zwar, aber ich benutze es quasi nie. Ich habe das super duper Sutra Wallpaper. Das super duper Sutra Wallpaper. Übertragung muss ja noch an sein. Ah ja, das ist ein super Wallpaper. Die Schenkel von Sutra sind halt so nice in dem Wallpaper, ne? Du willst einfach die Hintergrundfrosche bei mir. Tun wir das? Welcher für ja? Und so, okay, ich habe jetzt bis auf die Tokens und 1, 2, 3, 4 Mets alles aufgekauft. Auf dem Job schon. Und das eine Mets auch nur fehlt auch nur ein von dreimal. Gut, das war MNEX4.